Wir sind hier auf dem Gelände von der Tagungsstätte Hohe Rhön im vorderen Bereich, wo jedes Jahr im Sommer in den ersten beiden Augustwochen das Missio Camp stattfindet. Missio Camp ist eine große Zeltstadt. Wir haben ein großes Versammlungszelt, viele kleine Gruppenzelte, haben Familienzelte. Man kann auch mit einem bequemen Wohnwagen zu uns kommen. Es ist natürlich kein Schnee, herrlicher Sonnenschein, alles ist grün und blüht und man trifft jede Menge Menschen und kann tolle Begegnungen haben. Hier wird Fußkrabbeln gespielt, Olympiade, und das in der Missio Camp. Und das Wichtige ist, hier ist das Siegerteam. Also wir sind gerade dabei, den Wettkampf zu gewinnen. Wir sind uns wiederum sicher, so wie im vergangenen Jahr, dass wir dieses Mal garantiert gewinnen werden. Wir sind nämlich die Crazy Ones. Crazy Ones bedeutet, wir sind die Verrückten. Jeder findet seinen Platz, angefangen vom Kleinkind über Teenies, Jugendliche, die Erwachsenen bis hin zum Pluscamp, wo man die Oma zum Babysitten mitbringen kann und trotzdem morgens noch mit Programm stärken kann. Es gibt für jeden etwas. Man kann sich ausprobieren im Sport, in Kreativen. Man kann mit echten Künstlern, die abends auf der Bühne stehen, tagsüber Musikworkshops machen. Jeder findet irgendwas. Man kann tun und lassen, was man möchte. Das ist wichtig. Das Thema in diesem Jahr heißt das Schreit zum Himmel. Wir wünschen uns, dass das wirklich jeder macht, zum Himmel schreien. All unsere Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen, alles, was uns bewegt, gehört zum Himmel. Muss nicht uns belasten. Los! Gar keine Zeit gestoppt, aber nach meinem Gefühl würde ich sagen, dass sie gar nicht so schlecht liegen. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, Margareta. Das Evangelium ist wie ein wärmendes Feuer. Und genau das war der Hintergrund, weshalb wir uns überlegt haben, wie erreichen wir die Menschen unserer Region für das Evangelium. Und gerade am Sommerzeit, in der Freizeit, wo sie auch am meisten Zeit haben. Und so wurde der Gedanke des Missio Camps geboren. Das Missio Camp ist ein Camp, in dem seit vielen Jahren viele Menschen zum Glauben kommen, Christus erfahren, in ihr Leben integrieren und es hat Auswirkung. Unser Prinzip ist dabei unaufdringlich, aber eindeutig und selbstverständlich ohne Druck. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, keine Drohbotschaft, aber die Einladung zum Himmel. Und so hat das Missio Camp auch seine Gestalt. Man kann jederzeit kommen und jederzeit gehen. Man ist auch nicht verpflichtet, an Veranstaltungen teilzunehmen, aber wir halten es dafür, dass wir so interessant leben, dass die Menschen fragen, was macht das Leben des Einzelnen aus? Das heißt, es geht um eine lebendige Botschaft unserer Kirche, des Evangeliums, mitten hinein in die Gesellschaft, in die Familie, in die Brennpunkte hinein. Und dabei ist uns ein Eider sehr wichtig. Wir sammeln hier keine extra Gemeinde. So wie wir hier in den Häusern ein Teil der örtlichen Kirchengemeinde sind, so ist es uns wichtig, dass was beim Missio Camp geschieht, zu dem ja immer Tausende kommen, dass die wieder zurückgehen in ihre Kirchengemeinden und dort das Leben in der Nachfolge dann auch ausleben. Wir brauchen heute neue Wege des Missionarischen in unserem Land und dazu ist das Missio Camp sicherlich auch ein guter Beitrag. Musik.